So, weiter geht's. Wieder ein Riesenkarton. Ist richtig groß und schwer und verbeult. Dann mache ich den mal auf. Wow, ein richtig großer Big Tower und auch richtig schwer. Aber schön verpackt in hier Blasenfolie und der Fuß ist auch mit dabei. Die hatten ja oft unten so einen Standfuß. Ja, auch schön verpackt, super. Ja, ein super Teil. Das CD-ROM-Laufwerk ist schon ein bisschen nach hinten gerutscht. Da muss ich gleich mal gucken. Hier so mit Wechselrahmen für Festplatte. 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Und schön auch wieder hier mit für Turbo die Anzeige hier, LED-Anzeige, ne? 7-Segment-Anzeige. Ja, Turbo-Taste und so weiter. Reset und ein Ausschalter. Und ein Riesenteil. Sieht wirklich richtig gut aus. So, und hier haben wir das Ganze nochmal von hinten. Ja, Netzteil, ne? Und hier unten sieht man schon, also hier jede Menge Platz für Erweiterung noch. Ja, hier sieht man nochmal die Anschlüsse, also Grafikkarte, VGA. Ja, hier ist ein bisschen verbogen. Muss ich gleich mal gucken. Hier, Netzwerkkarte. Ja, die hängt schon locker. Da ist wohl was gebrochen oder so. Ja, aber das ist eh nur so eine einfache Billigkarte. Irgendwas mit SCSI, wahrscheinlich so ein Adapter-Controller oder sowas. Und ja, die Schnittstelle, ne? So sieht es dann von innen aus. Einmal eine richtig lange hier. Ist die SCSI-Karte, glaube ich. Netzwerkkarte. IO-Karte. Und das Board sieht super interessant aus. Ich guck mal gerade. Batterie sehe ich gar nicht. Das ist schon mal gut. Nichts ausgelaufen. Aber was ich hier sehe, das sieht hier aus wie Eiser-Steckplätze. Ich glaube, das ist der, von dem ich in der letzten Folge schon geredet hatte. Mit den Eiser-Steckplätzen. Der 486er. Und ja, hier ist auch der Overdrive-Prozessor drauf. Dann baue ich den Kram mal aus. Was haben wir hier denn? Ein Adapter. War wohl mal eine SCSI-Festplatte drin. Ich sehe aber keine mehr. So, kommen wir zum nächsten Karton, ein bisschen zerfleddert. Max Bar. Ziemlich schwer, aber ja, müsste wenn ein Mini-Tower sein. Mal gucken. So, hier haben wir den Rechner mal ausgepackt. Sieht noch richtig gut aus. Überhaupt nicht vergilbt und so. Hier schön noch für Aufkleber und ja, Power Switch, was haben wir da? Turbo, Reset, Diskettenlaufwerk. CD-ROM und 5,25 Zoll Laufwerk und ein ZIP-3. Ist ja auch cool. Ich habe mich nämlich eben schon gewundert. Beim Auspacken kam hier alles Mögliche entgegengeflogen. Win95 Voodoo-Treiber. Das hört sich ja schon richtig gut an. Und Tastatur war da auch mit bei und eine Maus und so weiter. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an den Rechner. Ich schraube den mal auf. Ja, hier sehen wir schon die erste Beschriftung. Aztec MM Pro 16. Aha. Weiße ESA-Slots. PCI. Und? Da sieht man's. Voodoo. Sehr cool. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich mir so einen Rechner noch geholt habe. Hier habe ich auch schon genug von rumliegen von den Dingern. Hier steht irgendwie AGPTX drauf. Aber ich glaube, das ist kein TX-Chipsatz. Nee, ist es auch nicht. Das sieht mir aus nach so einem PC-Chipsboard oder so. Also nicht so das dolle Ding. Und hier sieht man noch SES-Chipsatz. Aha. Ja,
So sieht's aus. Hier Festplatte und so weiter, alles noch. Und die Laufwerke. So, und auch hier nochmal alles in der Übersicht. Festplatte ist eine Excel Store. Die gucken wir uns aber alles nochmal genauer an, die ganzen Sachen. Diskettenlaufwerk, ich glaube, das war auch ein Neutronics, hier so ein Mitsumi. Das CD-ROM ist auch ein Mitsumi, oder? Ich glaube, ja. Ja, da, Mitsumi, da steht's ja. Dann, ja, Diskettenlaufwerk, das ist ein Panasonic. Das ZIP ist ja iOmega, ne? ZIP 100 ist das in dem Fall. Ja. Eins der Highlights natürlich hier, ne? Die 3DFX-Karte, die Voodoo-Karte. Sehr cool. Aber nur Voodoo 1 ist das dann halt, ne? Dann die Soundkarte, die Aztec. Hatten wir ja schon gesehen eben. Aber ohne Dings hier, ohne Slotblech hinten. Und die Grafikkarte, die hier drin war, das war eine AGP, eine Matrox, ne? MGR, was haben wir denn hier? Ah, kann es schlecht sehen. Mila, ich glaube, irgendwas mit Millennium muss das dann sein. Das muss dann eine Matrox Millennium sein. G2, da steht es ja. Oh, da. Ich muss mal eben so halbwegs an der Kamera vorbeigucken. Da. Dann haben wir noch, ja, das Mainboard. Ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Hat zwar SES-Chipsets, aber ist eins von den hier mit AGP schon drauf und so weiter, die auch die K62-Prozessoren macht und so weiter. Den habe ich schon mal eben abgenommen. Muss ich nachher nochmal abwischen. Dann kann man nochmal genau sehen, was da für einer drauf ist. Da ist jedenfalls schon mal einer drauf, ein K62. Ich hatte das gar nicht gesehen, dass das sogar AGP hatte, aber ist ja klar, ne, bei der Grafikkarte dann. Ja, super. Auch eine schöne Ergänzung für die Sammlung. Und draußen bellen die Hunde. So, und weiter geht's mit dem nächsten Paket. Längliches, blaues Paket und mit Vorsicht Glas drauf auf dem Aufkleber. Das sieht hier schon mal gut aus. Tja, und so sieht er dann von vorne aus, der Echno, der da drin war im Paket. Ja, war ein auf gut Glück Kauf. Ich wusste gar nicht, was da drin ist. Ich habe nur vorne gesehen, dass das Double Speed, ja, ich glaube Double Speed, Mitsumi Laufwerk. Ja, das Kettenlaufwerk und den Streamer hier, ne? Das Bandlaufwerk. Und eben das Gehäuse. Da hat man hier oben schon einen so einen kleinen Bruch gesehen. Die kann man aber immer gut flicken mit, ich glaube Natron ist das, ne? Ja, Natron und ein bisschen Dingskleber, Sekundenkleber. Das wird auf der Stelle sofort hart und das kann man dann gut abfeilen und dann sieht man das eigentlich gar nicht mehr, dass da eine Bruchstelle war, weil das ungefähr die gleiche Farbe hat. Ansonsten kann man das aber auch einfach eben überlackieren. Dann sieht man da überhaupt nichts mehr. Aber so sah es nicht aus auf dem Auktionsbild. Also hier sieht man, das Ding ist da, dieses Metallgehäuse, diese Abdeckung ist da schon rübergerutscht und hat noch mehr Schaden angerichtet, weil die war, glaube ich, nicht ganz so groß, die Stelle. Aber hier sieht man das schon. Ja, kann man vergessen. Weiß ich auch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Kann man wahrscheinlich schon, aber ist halt viel Arbeit, ne? Ansonsten, ja, ein bisschen dreckig. Kratzer sind das nicht. Das ist Dreck. Naja. Und hier, man sieht auch, der muss schon auch beim Transport ordentlich gelitten haben. Der Powerschalter hier, die, das Ding ist auch nicht mehr richtig drin. Ah, jetzt ist es wieder drin. Eine Anzeige müsste der auch haben hier. Aber, naja, muss man mal gucken, ob ich das Ding wieder hinkriege. Aber hier oben sehe ich gerade, ist Farbe ab. Also muss ich das Ding sowieso lackieren dann. Dann werde ich das wahrscheinlich ja reparieren und dann auch neu lackieren. Da habe ich noch so ja, verschiedene Grau- und Beige-Töne als Sprühfarbe und auch so eine Grundierung und so. Das sieht aus wie Original dann. Ja, von hinten die ganz normalen Buchsen, die ISDN-Karte. Und ja, Grafikkarte, aber keine Soundkarte. Das ist hier die Controllerkarte für das Mitsumi-Laufwerk. Aber AVM-Karte? Ja, mal gucken, ob die ISA ist noch oder ob die schon PCI ist. Weil
Von dem Laufwerk vorne, Double Speed, hatte ich gedacht, das wird wahrscheinlich ein 386er oder 486er sein, aber da will ich mich jetzt mal überraschen lassen, was da drin ist. So, geöffnet. Da, ja, jede Menge Kabelsalat hier. Der Lüfter fliegt natürlich wieder so lose rum. Von der Größe her ist das aber 486er. Mal gucken, was haben wir da noch? Kann man noch was sehen? Hör die Karten. Und, ah ja, da. Da sieht man das. Mal gucken, kann ich da ranzoomen? Ist das noch scharf? Keine Ahnung. DX266. Aber von AMD. Ja, cool. Und zwei Festplatten. Auch schon mal gut. Und das Laufwerk und das Bandlaufwerk oben dann halt nochmal, ne? Ja, ich baue die Sachen mal aus. So, dann haben wir nochmal alles hier im Überblick. Und, ha, Glück gehabt. Ich dachte schon, naja, gebrochenes Gehäuse, keine Soundkarte drin. Wird wahrscheinlich nicht so doll sein. Vielleicht sogar irgendwie ein billiges Pentium-System oder sowas. Aber ist doch ein 486er, hatten wir ja schon gesehen. Mit dem Prozessor und... Na, erstmal ein super Mainboard, das zeige ich gleich mal. Zwei SCSI-Festplatten. Und kleine SCSI-Festplatten brauche ich immer. Das ist immer gut. Von IDE habe ich genug, aber... Ja, hier sieht man mal so. Ja, es ist dunkel, weil ich den Arm im Licht habe. Also einmal die hier. IBM, OEM. Und das andere, das ist eine... ist das ein WD oder was stand da irgendwie? Ne, eine Connor. Da steht es, Connor. Ja, Hammer. Ja, machen wir mal weiter mit der Grafikkarte. Ist PCI für 486er natürlich auch super. Weil das Board auch schon PCI hat. Super. Eine S3 Vision so und so ist das irgendwie. Ich glaube, die fehlte mir sogar auch noch in der Sammlung. Super. Habe ich die auch noch? Schöne Grafikkarte. Ja, hier so eine AVM ISDN-Karte. So eine Fritz-Karte halt, ne? Dann das Bandlaufwerk, das Kettenlaufwerk, ganz normales 1,44 MB. Was ist denn das? Ein TIAC. Ja. Achso, und das Bandlaufwerk, 52, ne, stand da ja. Da muss man nochmal drauf achten. Die hier, die sind gut. Da habe ich keine Probleme bisher mit gehabt. Aber mit Iomega-Bandlaufwerken, diesen Ditto-Laufwerken, da muss man aufpassen, da ist innen drin so eine Rolle, so eine Androckrolle aus Gummi, die das Band halt transportiert, die halt so gegen so eine Art, der so einen Kapstan oder sowas gegendrückt, für den Bandlauf dann halt. Und bei diesen ganzen, fast bei allen, die ich bisher hatte, bei den Iomega-Laufwerken, ist inzwischen dieses Gummi ja ganz weich geworden, hat sich aufgelöst und schmierig. Man kennt das ja auch so von einigen Geräten, die von außen so komisch gummiert sind, dass sie sich besser anfassen lassen. Und das wird dann auch ganz klebrig und eklig nach 20, 30 Jahren. Und bei den Iomega-Laufwerken habe ich das fast immer gehabt jetzt, dass die ja halt Schrott sind. Wenn man da ein Band reinmacht, das verklebt sofort und gibt Bandsalat. Und bei den Laufwerken hier habe ich es bisher noch nicht gehabt. Die sind richtig trocken und ich weiß nicht, ob da eine andere Gummimischung drin ist, irgendwie noch mit Fasern oder sowas, dass es besser hält oder so und sich nicht aufweicht. Naja, egal. Wollte ich nur mal so erwähnen, dass falls jemand ein Streamer bei sich einbauen will oder einkaufen will bei eBay, dass er mal darauf achten soll, dass diese Androckrolle noch in Ordnung ist. Ja, Double Speed, Mitsumi Laufwerk, FX so und so, hier mit der Controllerkarte. Was stand der da? DRMC FX0010 oder sowas, ne? Ja, durchs Display ist das hier mal ganz schlecht zu sehen. Das haben wir. Das ist aber... Ja, das ist ja eigene Schnittstelle, so eine eigene IDE-Art hier, so eine proprietäre Schnittstelle. Dann haben wir hier nochmal den Lüfter. Ganz normaler, ne? 486er Lüfter. Die sind immer gut zum Klemmen, die Dinger. Der Lautsprecher ist auch schon rausgefallen. Ach so, ja. Und eine Maus lag da auch mit bei. Sieht aus wie eine Logitech und ist auch eine Logitech. Logitech, aber... Boah. Aber die Mikroschalter kaputt oder irgendwas, da stimmt was nicht. Und Tastatur war auch eine bei, auch wieder eine DIN-Tastatur. Diamond Computer steht hier oben irgendwie.
Sehr schön. Die sieht auch noch gut aus, ist aber dreckig wie sonst was. Ein bisschen sandig irgendwie. Aber jetzt kommen wir zur Hauptattraktion. Das Mainboard. Richtig gut. Und der Schriftart nach muss es dann wieder ein Asus sein. Aber das hat es richtig in sich. Ja, ich halte es mal so hin. Also ganz normal hier für PS2-Sims, ne? Und ganz normal hier für AT-Netzteil und auch der Dienststecker für die Tastatur. Hat aber dann dreimal PCI und viermal ISA 16-Bit-Slots. Hat aber onboard hier schon IDE-Controller, Floppy-Controller und SCSI auch noch zusätzlich. Da sieht man das. Super, und halt die hier für die Schnittstellen. Ne? Und was auch gut ist, man sieht schon hier nichts grün oder sonst was. Kein Akku drauf, sondern hier unten. Ja, die meisten finden das ja nicht so schön, wenn da so ein Uhrenchip drauf ist. So hier von Benchmark oder Dallas oder sonst was. Aber da habe ich so viele Ersatzdinger noch rumliegen, die noch richtig gut sind. So aus den letzten Herstellungen. Und ich muss mal gucken, ist ein Sockel drauf? Nee. Dann muss ich das Ding auslöten, mache den Sockel rauf und dann kommt da wieder ein neuer Chip rauf. Und dann ist das Ding perfekt. Und der Vorteil ist halt, da läuft nichts aus bei diesen Dingern, ne? Bei diesen Clockchips. Ja, ansonsten sieht es gut aus. Prozessor hatten wir eben schon geguckt, Cache ist auch drauf hier oben. Und das war ein AMD DX266, glaube ich, hatte ich gesagt, ne? Ja. Ja, perfekt. Das ist ja mal richtig gut. Dann hat sich das ja doch gelohnt. Mit diesem Blindkauf auf gut Glück. Tja, schönes Board, Grafikkarte gut, zwei SCSI-Festplatten, die ich gut benutzen kann für ältere Systeme. Ja, schönes Laufwerk, das alte Mitsumi. Ja, passt. Ja, dann soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Dann muss ich mal gucken, nächste Folge, ob ich dann nochmal wieder erstmal PC-Pakete auspacke oder ich glaube, ich gucke mir die Sachen dann mal genauer an, die ganzen Boards und so weiter und Steckkarten, die ich da jetzt inzwischen schon so rausgeholt habe, weil da waren wirklich einige ganz interessante Sachen bei. Und ich habe auch noch, ja, richtig viele Kartons voll mit Steckkarten bekommen. Richtig gute Sachen. Ja, das war's dann, ne? Tschüss, bis zur nächsten Folge.